Ach, wie friedlich die zwei pennen. Aufwachen! So, hellwach. Ja, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Im letzten Part haben wir den Sonnenschlüssel geholt und nun holen wir uns den Mondschlüssel und wir sind immer noch langsam im Wasser. Und warum entstehen hinter Marios Schritten immer Staubwolken? Das werde ich nie verstehen. Naja, es geht weiter mit langsamem Tempo. Moment, Leute. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug. Moment. Ja, ich hatte keinen Ton. Wunderbar. Habe ich vergessen anzustellen. Sorry, guys. Ich bin echt dumm. Ah, nein, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Kommt da noch wer? Nein, 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 danke für... Nein, 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 Mario, spring, spring, spring um dein Leben, Mario, wenn es dir dein Leben wert ist. Mondschlüssel. Anscheinend in Form eines Mondes. Oh. Und wieder mal ein Fuzzi. Hooray. Als ob es davon nicht genug. Oh Gott. Wieder vier Stück. Ich habe echt keinen Bock. Feuerblume los. Und tschüss. Und zwölf Sternpunkte. Yay. Und Blumenpunkte. Ah ja, Blumenpunkte, das brauche ich. Just what I needed. So, oh nein, die Bloopers sind immer noch da. Die Bloopers, die Fuzzis. Nein. Fuzzi, ich will nicht kämpfen. Nein! Nein! Oh nee! Mario! Spring um dein kleines Klempnerleben! Ein goldener Fuzzi. Fuzzo! Mein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden. Fuizu, Fuizu. Was? Komm her, du kleiner Goldfuzzi. Ein Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Hooray. Ja, wir könnten ihn scannen. Mach ich aber nicht, weil ich kenne seine Infos. Er hat 10 HP, einen Angriff und keine Defensive. Und ist damit aber für meinen Power Hour. Yeah! Cool. Awesome. So. Fuizu, der ist stark. Fuizu. Der Kampf fängt gerade erst an. Fuizu, auf ihn. Fuizu. Jetzt kommt ne... Oh, riesige Horde an Fuzzis. Und das ist scheiße. Sie haben 20. Also muss ich sagen, sie haben 20 HP und bei jedem... Muss ich sagen, der Damage, den sie austeilen, ist ein bisschen komisch zu erklären. Also, für je 5 HP, die sie haben, machen sie einen Schaden. Also müssen sie jetzt 4 Schaden machen, wenn ich... Aua. 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 Nö, die machen sie falsch. Wieso jumpen die? Die machen sie auch nicht. Na, egal. Es ist nicht, es ist keine gute Idee, zuerst mal die Fuzzi-Horde zu besiegen, weil sobald Goldfuzzi tot ist, ist sie die auch weg. Also von daher einfach auf Goldfuzzi los und tschüss. Und sie geben sowieso Sternpunkte, auch wenn Goldfuzzi stirbt. Also von daher, Goldfuzzi töten und somit Sternpunkte ankassieren. Fuizu, Fuizu, oh nein, Fuizu! Wo hauen die überall ab? Die hauen hier... Die hacken sich durch die Wände. Was ist denn die Scheiße? Na gut. Wir haben nun Mond und Sonnenschlüssel und können nun zurück nach Blütenweiler und das schneide ich. Ja, du hast eine Menge Rabattpunkte gesammelt. Du hast einen Bild als Prämie. Yeah! Okay. So, wir sind hier wieder zurück in Blütenweiler. Ich habe mich gerade mit Items eingedeckt. Ein paar Feuerblumen, Hartpanzer und einen Powerblock. Und jetzt gehen wir natürlich zu Logarts Burger. Zu Logarts Burger. Genau. Ach, du bist doch Gubbio. Mario, nicht wahr? Also, ich habe hier gewartet damit. Also, ich wollte dir nämlich erzählen, was... Also, meine Bitte ist... Drück dich klarer aus. Also, eigentlich, ich wollte... Darf ich mit dir zusammen gegen Logart kämpfen? What? Weil nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Logart zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt. Das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder, naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Logart gekämpft. Ich will auch so mutig sein.
Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa. Okay, wer hat dich für einen Verlierer? Du bist der einzige Koopa, den ich kenne, der angezogen ist. Du hast einen Kapuzenpulli. Naja, gut, eher ein Shirt eigentlich. Ich meine, du bist super cool. Du hast coole Schuhe, du hast Jeans, du hast ein Pflaster auf der Nase, warum auch immer. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit. Bitte, Mario. Soll ich ihn mitnehmen? Wieso nicht? Ehrlich? Danke, Mario. Vielen, vielen Dank. Koopa gehört zum Team, yeah. Mit dieser superfarbigen Hintergrund, yeah. Koopa hat folgende Fähigkeiten. Drückst X, um mit seinem Panzer ein Feld Items und Schalter zu erreichen. Drücke, ja. Ich habe das Komma nicht gelesen. Ja, schön, wir wissen's. Hältst du X gedrückt, bleibt der Panzer da, wohin du getreten hast. Oh mein Gott. Lässt du X los, dann kannst du ja hinter Mario Sachen treffen. Super, wow, wow, wow. Yeah. Du kannst Mario auch bewegen, während Koopa in seine Position verharrt. So kannst du Schalter auch aus größerer Entfernung betätigen. Ja, ist... Wie die alles bis ins kleinste Detail erklären müssen, ey. Merkt ihr halt X... Ja, wie oft sagst du das noch? Im Kampf verwendet Koopa den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden oder er trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Deshalb ist Koopa auch mein Liebling, weil er von vornherein schon eine gute Multi-Attacke hat. Wird das Team Ende? Ja, er schön, schön. X. Ja, wink, 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 winke, winke. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Koopa? Koopa, hast du uns zugehört? Koopa, du willst wirklich gegen Lorat kämpfen? Aber das ist doch... Du bist doch nur ein träger kleiner Koopa und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Das ist Wahnsinn! Nein, Koopa, ich werde ein echter Mann, auch für dich. Und deshalb... Ein echter Mann? Ach was, dafür musst du dich doch nicht gegen die Frage geben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Koopa. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich nur mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen. Schließlich ist der Mario bei mir, oder? Koopa, Dummkopf! Game over. Koopa, bitte. Ich werde ganz sicher als echter Mann heimkehren. Also Mario, auf zu Lorats Burg. Oh yeah. Oh man, Drama, Baby, Drama, wie Bruce sagen würde, Drama. Ja, ich kann gleich mal seine neue Taktik demonstrieren, und zwar erstmal, blub, Erstangriff erfolgreich, aha. Ja, und das ist irgendwie das Seltsame bei, bei Partnerattacken. Man kann, sie nicht steuern, wie zum Beispiel der Sprung oder der Hammer. Und ich zeig mal den, das war der Panzerschutz, zeig ich ein anderes Mal, da zeig ich erstmal den Multirempler. Oder wie die, Powerpanzer, wie? Powerpanzer, genau. 3 BP, aber es ist es wert, denn... Denn es trifft alle Bodengegner. Und das ist sehr gut und ich habe Level Up! Yeah! You have a Level Up! Und ich hau mal meine Punkte auf... KP. Weil jetzt brauche ich ein bisschen mehr KP, weil ich muss ein bisschen mehr einstecken können. Was habe ich zwar auch noch meine Pilze, aber dennoch muss ich was einstecken können. Also KP. Jetzt kann ich auch noch den, den Panzerstoß zeigen. Was? Wieso? Panzerstoß. Okay, das war Fail. Au, wieso kann ich... Wieso habe ich die... Ah, leck mich doch. So. Das Blöde ist hier, ich nehme ja mit dem Grabber auf und da kann es sein, dass man ein bisschen verzögert ist. Und... Ja, Leute, ich weiß, ihr müsst mir nicht schreiben, dass einige Parts laggen. Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe nicht den besten Grabber. Es ist nur ein Logi-Link, aber naja. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Bitte.
Naja, ich will unbedingt mal ein Gamecube und Wii-Spiele aufnehmen, aber es hat ein Grabber her und naja, für eine TV-Karte bin ich doch zu schade, weil 100 Euro plus, nee, da, okay, vor allem ich muss noch mit Schweizer Franken zahlen, das sind noch mehr eigentlich sozusagen. Und naja, ja, mein Hobby sollte mir schon was wert sein, aber naja, zu viel glaube ich nicht, sorry. Aber naja, man kann sehr ordnungsgemäß spielen, also von daher ist es ja nicht so schlimm. Aber ja, Leute, und ich nehme diese Folge auf und habe bis jetzt noch keinen einzigen Part raufgeladen. Wieso? Naja, ich habe ja angekündigt, ich werde es Mitte März raufladen oder Ende März und ich habe heute ist erst der 13. Und es ist schon so viel im Kasten und ja, wir müssen mit Kukio jetzt so eine, ja, sozusagen die Knöpfe zusammendrücken. Obwohl Mario sagen könnte, hey, geh mal darüber und klopf mal den Block da an, aber nein, das ist nicht so schade. Oh mein Gott. Eine Röhre. Und Kupio ist hinter uns. Obwohl ich finde eigentlich den englischen, also den amerikanischen Namen von Kupio viel cooler. Ich finde Kups viel cooler als Kupio. Ich weiß auch nicht wieso. Weil es vielleicht simpler klingt? Naja, ja. Ich meine, mein Galapafloss heißt ja auch in Black. Kupio. Kups. Logartsburg. Aber ich will den... Das ist also Logartsburg. Tatsächlich, da kriegt man schon weiche Knie. Ach komm schon, Augen zu und durch hier. So, ich will jetzt zuerst mal hier runterjumpen. So. Und jump, 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 ja. Und wir bekommen KP Plus. Ja. Ups, liebst du es zu schwimmen oder wie? Na egal. Gut, um in Logartsburg zu kommen, müssen wir eigentlich da oben mit dem Flieger rüber. Aber ich denke, ich beende jetzt den Part, weil ich habe jetzt schon 3 Parts in Folge aufgenommen und ich möchte auch mal wieder bei einem Speicherblock aufhören können. Also, wir sehen uns das nächste Mal bei Paper Mario 2, wenn wir Logartsburg, ich sag Burt, Logartsburg mit G wie Gustav erforschen. Also, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ich habe oft Äonentor, sorry Leute dafür. Also, cheerio.